Moment mal. Ich glaube, ich versuch's mal. Mit Sumos Leib, das macht ja eigentlich ordentlich viel Schaden. Und die zwei Wunden, die kann ich noch verkraften. Na, das hat schon ein bisschen Schaden gemacht. Nicht so viel, dass es sich gelohnt hat. Ja. Frau Grimm, du kannst ruhig mit draufhauen. Ah. Fyris sollte Kuano heilen und Kuano sollte wieder mal wegrennen. Und ich kann auch weiter mit drauf schießen. Beziehungsweise noch einen Kugelblitz abfeuern. Ja. Komm schon! Dass die Bestie es immer so schnell auf Kuano abgesehen hat, wundert mich. Ja genau, hau lieber auf Vorgrim drauf, der hält etwas mehr aus als Kuano. Ich glaube, ich benutze mal auch Schleifsteine. Also ja, vom Pappe ist die Bestie nicht gerade. Selbst mit allen Siegeln ist sie noch. Etwas ernster zu nehmen. Ja. Vorgrim sollte lieber mal einen Einbeersaft trinken. Damit er mir nicht umkippt. Ja. Weiche! Und ich warte mal lieber, bis ich die AE für einen Kugelblitz wieder habe. Kuano trinkt am besten auch einen Einbeersaft und Fyris heilt ihn gleich mal hinterher. Und Vorgrim haut ihn mal mit Wuchtschlägen voll. Na, da wurde Vorgrim umgeschmissen. So, jetzt habe ich wieder genug für einen. Sag bloß, ich habe auch keine. Nein, ich habe noch Munition. Also so ist das nicht. Fyris hat nicht mehr genug, um Vorgrim zu heilen. Deswegen trinkt Vorgrim mal einen Einwehrsaft. Aber langsam kriegen wir ihn runtergeprügelt. Ein Plurumbarum würde vielleicht mal helfen. So einen habe ich ja auch noch. Jawohl, das war ein schöner Treffer vom Vorgrim. Im Augenblick sieht es auch gut mit den Lebenspunkten aus. Ah, das ist echt ein... Also da war der Krakenmolch dagegen ein Witz, ganz ehrlich. Na? Noch hinterher. Oh ja, wir kriegen ihn langsam runtergeprügelt. Während ich wieder drauf warte, noch einen Kugelblitz zu werfen. Fyris kann mal Kuano heilen. Und Kuano kann noch mal Sternstaub schmeißen. Wow.
Guano sollte dringend noch einen Eimbeersaft trinken. Jetzt habe ich wieder genug AE für einen Kugelblitz. Ja, weil der Kugelblitz macht richtig schön viel Schaden bei ihm. Ja. War nur nicht nur rumstehen. Keine 100 Lebenspunkte mehr. Ich glaube, das dürften wir jetzt wirklich schaffen. Es ist zwar schade darum, dass wir jetzt alle Siegel verbraucht haben, aber das wäre der Kampf echt so happig geworden. Und große Lust darauf, hier irgendwo noch auf Level zu gehen und dann erst wiederzukommen, dass ich den mit weniger Siegeln besiegen kann. Das fände ich auch irgendwie unrealistisch. Aber Eures, Vorgrim heilen. Vorgrim zieh dich mal kurz. So viel zu Vorgrim. Dann Feiris, lauf mal ein bisschen weg. Ich habe keine Munition mehr. Ja. Ja, genau. Greif Quano an, dann kann Feiris Quano schnell heilen. Ich werfe am besten gleich mal noch einen Kugelblitz hinterher, einen Donnerkeil hinterher, dass wir ihn schnell tot kriegen. Und ich habe keine Munition mehr, fällt mir gerade auf. Jetzt habe ich wieder welche. Komm, 6 Lebenspunkte, das kriegen wir doch noch hin, oder? Fünf Lebenspunkte. Genau, werfen wir ihm noch einen Fulminictus entgegen. Und wir haben es geschafft. Erstmal Vorgrim verarzten. Dann gucken wir mal kurz. Die unheimlichen Ruinen haben wir abgeschlossen. Und jetzt haben wir das Eimittel für Ardo. Und zwar müssten wir 2 Sachen gekriegt haben. Das erste ist der Zandgeifer, genau, was auch immer das ist. Dämonengeifer, Lasst mich raten, das ist für das... was war das jetzt? Ja. Lasst mich raten, das ist für das Bosparanische Rezept. Wo ist der Zandgeifer jetzt hin? Ach, da. Deswegen kommt er jetzt mal dahin und dann mache ich... Wow, die hat viele Pfeile verschossen. So. Boah, das war jetzt echt der Wahnsinn. Aber ich habe ja auch noch das Teriyak erhalten. In diesem Fläschchen aus alchemistisch reinem Edelstein befindet sich ein halber Schank einer grünen gallerartigen Flüssigkeit. Die Kiste, in der es liegt, ist eisig, was wohl durch einen Zauber erreicht wurde. Das Fläschchen muss kalt gehalten werden, sonst verdunstet das Teriyak. Okay. Auch gut. Quicksave machen.
Ah, wir haben es geschafft. War zwar auf letzte Sicht dann doch auch etwas knapp, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Höchstens die Jungs hier wollen noch mit uns spielen. Was ich nicht... Es musste ja so kommen. Es musste ja noch so kommen. Dann verlieren wir etwa auch noch gegen die. Das glaube ich jetzt aber nicht. Naja, zum Glück haben wir einen Quick-Save gemacht. Das verdirbt einem jetzt gerade echt den Erfolgsmoment. Ja. Schon mal. Ja. 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 Jetzt haben wir da so einen heftigen Dämon besiegt und sterben an Wasserspeiern. Das wäre echt. Lächerlich ist gar kein Ausdruck. Ja. Und Vorgrim trifft natürlich mal wieder nichts. Dafür ist Fyris am Sterben. Hilfe. Was? Komm schon! Und Quano hat gerade eben seinen Sternstaub abgebrochen. Ja, das ist... mehr nervig als alles andere gerade. Nochmal ein kompletter Gruppenheilung, Heiler von mir. Eine komplette Gruppenheilung, ja. Deutsch ist manchmal schwierig. Und tot.